Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 2 Assassin of Kings. Im letzten Part haben wir so ein bisschen mitbekommen, wie die Bürger anfingen, ihren eigenen Fürsten als den Giftmescher zu beschuldigen, der die Drachentöterin vergiftet haben soll. Wir waren dann auf dem Weg und haben Indizien gesammelt und haben dann mit dem Herren gesprochen, beziehungsweise dem Knappen, der angeblich das Ganze beobachtet, beziehungsweise belauscht haben soll. Angeblich hat sie ja schon das Leben rausgehauen. Nee, der geht dann noch gut. Und auf jeden Fall hat der uns dann weitergeführt zu dem Haus eines Zauberers, beziehungsweise Hexers oder ähnlichem, der merkwürdige Schriften bei sich hatte, aus denen wir nicht so wirklich was rausschließen konnten. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das uns in irgendeiner Form mit der Situation weiterhilft. Deswegen gehen wir mal zurück und gucken, ob der Fürst überhaupt noch lebt. Ausgerechnet dieser Jorvet hat sieht so aus. Bauernvolk und Herrenleut werden mehr mit diesen anderen wäre ein Verbrechen. Scher dich auf deinen Misthaufen. Mit wem kann ich denn hier nochmal quatschen? Oh, hier gibt es erstmal noch eine Kiste, die wir suchen können. Sieht nicht gut aus. Die Bauern sind schrecklich aufgebracht. Endlich eine Möglichkeit, sich für alles zu rächen. Der Adel wird nicht einknicken. Weil sie solche Feiglinge sind. Tja, wenn Stannis Kopf fällt, behalten sie ihre auch nicht mehr lange, das wissen sie. Ein Patt. Und es ist weiter unklar, ob der Fürst schuldig ist. Japen glaubt, es muss jemand aus Edern gewesen sein, während Sheldon seinen Bart darauf setzt, dass es Hensels Leute waren. Hat einer mit dem Fürsten gesprochen? Ist jemand in Stannis Gemächer gelangt? Wie denn? Die Adligen hüten ihn, wie die Matrone den Schoß ihres Mündels. Wenn der Pöbel den Fürsten auseinandernimmt, ist er nicht mehr aufzuhalten. Dann können sie einpacken. Drum stehen sie hinter ihm wie eine Mauer, ganz egal, ob er schuldig ist. Stannis hat noch mehr Dreck am Stecken als jeder Eselsficker. Was zur Hölle? Warum sollte Hensel das getan haben? Wie kommt Sheldon auf die Idee, das könne Hensels Werk gewesen sein? Henselt einigt sich eher mit Stannis als mit Saskia. Ihr Tod käme ihm ganz recht. Sultan? Wie konnte bloß jemand Saskia vergiften? Sie ist doch mit allen Wassern gewaschen. Man kommt nicht einfach so in ihre Nähe. Vielleicht hat es jemand getan, den sie kennt. Wer aus Etien könnte das getan haben? Hat Japen irgendwelche Beweise, dass es jemand von hier war? Beweise? Japen sagt, er würde das eben spüren. Verdammter, griesgrämiger Prophet. Vielleicht lag er tatsächlich richtig. Durch den Geisternebel konnte jedenfalls niemand kommen. Es muss jemand von hier sein. Meinst du nicht, dass Henselt jemanden hätte schicken können, bevor die Geister kamen? Ich lasse euch erstmal alleine weiter diskutieren. Hör dir weitere Meinung an. Du hast nicht viel Zeit. Wir gehen jetzt nochmal auf das Logbuch, beziehungsweise Journal heißt das ja hier. Wir hatten doch da was gefunden. So. Die Befragung der Leute gestaltet sich C. Ich wusste nicht viel über Saskias Vergiftung, eins war jedoch klar, das einfache Wergener Volk wollte ihren Tod nicht. Es liebt und unterstützt sie. Und hätte sich jemand von Henselt bestechen lassen, wäre sein plötzlicher Reichtum bezeichnend gewesen und hätte seinen Hals in akute Gefahr gebracht. Sondern wir hatten keine Meinung zu Stannis. Geralt gelangt es zum Verdächtigen und stellt fest, dass dieser nicht nur einiges Mundwerk hatte, sondern auch gute Ohren. Er hatte gehört, wie Stannis mit seinem Lieblingspriester Olkan, der Priester war das, gesprochen und dabei diesen Satz geäußert hatte. Ruf nur die Dienerschaft aus der Küche, mehr nicht. Mittlerweile war der Priester aufgrund jenes denkwürdigen Arbeitsunfalls auf dem verfluchten Schlachtfeld zwar tot, doch seine Habe konnte man trotzdem durchsuchen. Da Cecil Burden ganz Wergen kannte, ging der Hexer ihn fragen, wo der fromme Mann gewohnt hatte. Ja, ich habe seine Habe durchsucht, ne? Aber wirklich was gebracht hat das nicht. Hat seine Meinung der Bauern, der Löt, es sei daran. Okay, hat uns nicht wirklich weitergebracht. Wir schnacken einfach mit Stannis. Deinen Misthaufen, Rotzlöffel. Du pfeifst schon noch ein anderes Liedchen, wenn wir dir die Sichel durch die Kehle ziehen. Wie kommen wir denn da rein? Ich will mit dem Fürsten reden. Na sowas. Da wärst du der Erste, der ihn nicht in kleine Fetzen reißen will. Du kannst nicht hinein. Nur ich kann den Fürsten helfen. Ich bin der Einzige, der ihm helfen kann. Vertraut mir lieber und folgt. Ich hoffe, es funktioniert. Ja? Natürlich. Na siehste. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Bist du verrückt geworden? Sei still. Ich habe hier das Kommando. Der Hexer darf rein. Tritt näher, Herr. Herr Hexer, wenn ich bitten darf, ja? Bist du gekommen, um mich zu töten? Ungeheuer schlechter? Nein. Ich brauche deine Hilfe. Du kannst Saskia retten. Hörst du, wie sie meinen Kopf fordern? Gewichten mein Wort nicht höher als das eines Bauerntrampels.
Ich bin der Erbe Eddans, rechtmäßiger Herrscher dieses Landes, Nachfahr von Demavent und Virfuril. Fürst, wenn du mir hilfst, wird Saskia wieder gesund und die Menschen vergessen. Und wenn nicht, dann töten sie mich? Soll das eine Erpressung sein? Eine Abmachung. Wie er ankommt. Was willst du? Blut für das Elixier. Die Wahrheit wäre schon mal interessant. Was machen wir denn? Machen wir jetzt die Wahrheit oder machen wir Blut für das Elixier? Wir machen mal die Wahrheit. Hast du sie vergiftet? Natürlich nicht. Und selbst wenn. Du meinst wohl, das würde ich herumerzählen. Sei kein Narr. Ich versuche zu helfen. Saskia, aber auch dir. Ich beuge mich dem Mob nicht. Niemals. Eine einzige Verleumdung. Und schon stehen sie vor meinem Tor. Soll ich mich jedes Mal rechtfertigen, wenn irgendein Bauer, der Fürst ist schuld, schreit? Soll ich vor sie hintreten und um Gnade flehen? Niemals. Es genügt, wenn du sie von deiner Unschuld überzeugst. Beweise ihnen, dass du es nicht warst. Dann geben sie nach. Und wenn ich für meine Unschuld keine Beweise habe? Du willst mir doch helfen. Mach, dass die Leute mir glauben. Du sollst es nicht bereuen. Du willst mich kaufen. Ich biete dir eine Abmachung an. Denk drüber nach. Was für eine Abmachung? Blut für das Elixier. Um gesund zu werden, braucht Saskia ein Elixier mit königlichem Blut. Du beliebst zu scherzen. Saskia hat dich aus der Geisterschlacht herausgetragen. Du verdankst ihr dein Leben. Sie hat ihre Pflicht als Bürgerin Eddans getan, nicht mehr. Und sie sorgt dafür, dass mein Land zerfällt. Saskia und ihre Rebellen haben die Streitkräfte der Krone bei Gulita und an der Düfne geschlagen. Das Heer von Eddan gibt es eigentlich nicht mehr. Die Rebellen sind eure letzte Hoffnung, Henselt aufzuhalten. Und dann? Werden Schuhputzer Minister und ein Schweinezüchter König? Denk nicht an später. Fürst, ein paar Tropfen deines Blutes können Saskia retten. Vergen hat ohne ihren Oberbefehl keine Chance. Ich wiederhole mich. Ich schulde diesem Mädchen gar nichts und ich lasse mich nicht erpressen. Wenn ich dafür sterben muss, dann trete ich erhobenen Hauptes zum Richtblock. Ich gebe mein königliches Blut nicht für ein Bauernmädchen. Wache! Das hat uns nicht weitergebracht. Zeig dem Hexer den Weg nach draußen. Alles in Ordnung, Herr? Wir haben nur ein wenig geplaudert. Denk nach über das, was ich dir gesagt habe, Geralt. Das werde ich tun. Ich bin nicht käuflich. Schluss! Schluss mit diesem Zirkus! Leute, nehmt doch Vernunft an! Setzt euch zusammen und redet miteinander! Gequasselt haben wir genug! Auf, Kameraden! Zerren wir den Fürsten aus seinem Loch! Vergen ist keine Kloake, in die jeder scheißen kann, wie er will. Hier herrschen Gesetze und über ihre Einhaltung wacht Skalen Burden. Es gibt kein Gesetz, das Bauern erlaubt, Nachkommen des Königs zu bedrohen. Das sage ich, Silgrad, Bruder Seldkirks, des größten Ritters, den der Boden von Edirne je getragen hat. Nun hört schon auf mit der Leier von Schloss und Stall. Jeder Trottel kann irgendwen verdächtigen. Jemandes Schuld zu beweisen, ist viel schwieriger. Ein Bauernknecht verbreitet, dass Fürst Stannis Saskia nach dem Leben getrachtet hat. Warum hätte sich der Fürst dazu versteigen sollen? Bedenkt, aus welch trefflichem Geschlecht er stammt. Deshalb ja! Dieser lause Wanst giert nach der Krone! Erinnert ihr euch denn nicht, wie tapfer er Saskia zur Seite stand während der Verhandlungen mit Henselt? Der Fuchs hat nur so getan, als ob er es mit ihr hielte, um die dummen Bauern reinzulegen. Wie jetzt wieder die Füchse aber schlecht die gemacht werden hier, ne? Aber die Bauern sind nicht gar nicht so blöd, wie die Herren denken. Ihr seht ja selbst, wie sie den Fürsten hassen und ihr Gift versprühen. Sie haben eine Intrige angezettelt, um ihn loszuwerden. Saskias Diener hat gesagt... Wo ist dieser Diener, frage ich. Wenn er was zu berichten hat, warum verbirgt er sich dann wie ein Dieb? Das ist doch ganz einfach. Er ist ein Betrüger. Er versteckt sich, damit ihr ihn nicht schlachtet, ihr Hurensöhne. Die Eichhörnchen müssen ihn vor euch schützen. Eine letzte Frage. Wie hätte der Fürst Saskia vergiften können? Es ist doch bekannt, dass der Wein vorgekostet wird, ehe die Jungfrau davon trinkt. Gute Frage. Ich bin nicht überzeugt. Mach mal immer gute Frage. Das ist natürlich eine Frage. Wie wurde das gemacht? Du hast recht. Wir wissen nicht, ob der Fürst den Wein vergiftet hat. Stannis ist ein Fetzen, der sich immer in den Wind dreht, das wissen alle! Beweise seine Schuld, anstatt ihn zu beleidigen, du Bauerntölpel. Und wer hätte es sonst tun können? Keinem Bauern konnte daran gelegen sein, dem Fräulein etwas anzutun. Niemals! Weil es sie gibt, müssen solche Herrenhunde mit uns rechnen. Keiner sägt an der Stange, auf der er sitzt. Kein Bauer ist so dumm, die Hand gegen seinen Retter zu erheben.
Es hat ja vielleicht auch kein Bauer getan. Das bedeutet aber nicht, dass es der Fürst war, du Schwachkopf. Na, Kiro, willst du schmusen? Dann frage ich, wer hat denn sein Gemach neben Saskias? Aus wessen verlaustem Keller kam der Wein? Wer hat Zutritt zur Küche der Jungfrau? Der allergnädigste Fürst vom Hurengeschlecht. Es gibt niemanden in Vergen, der Saskia töten will. Und selbst wenn, hätte es niemand vermocht, außer Stannis. Du irrst dich, Kalten. Der Priester Olkan wollte Saskia loswerden. Er bezeichnete sie als Ungeheuer in Menschengestalt. Olkan ist um Stannis herumscharwenzelt wie ein Hund. Das heißt doch nichts. Was denkst du eigentlich, du Gimpel? Wenn einer neben einer verheirateten Dame sitzt, der fickt sie auch? Der Priester hat Stannis zur Beteiligung an der Verschwörung angestiftet. Und Stannis ist ein solcher Findling, dass ihn jeder dahergelaufene Pfaffe einfach beschwatzen kann? Olkan hat bekommen, was er verdient hat. Henselt hat ihm das Licht ausgeblasen. Und jetzt ist Stannis dran. Ihr könnt nicht beweisen, dass der Fürst einverstanden war. Der Priester hat ihn um Zugang zur Küche gebeten. Das hieße, er hat die Jungfrau nicht selbst vergiftet, sondern zugelassen, dass es andere tun. Das sind Indizien, keine Beweise. Ja, so ist das leider. Das sind alles nur Hypothesen und keine Beweise. Auf der Grundlage kann man niemanden verurteilen. Gnädiger Herr, seht euch vor. Ich habe keine Angst. Angst ist etwas für den Pöbel. Sie passt nicht zu königlichem Blut. Was fordert ihr? Über meine Person wollt ihr richten? Wollt ihr euren Fürsten behandeln wie einen gemeinen Dieb, der auf dem Markt ein Dutzend Eier gestohlen hat? Ihr steht vor einer fürstlichen Majestät. Und die wollt ihr anrühren? Manche Taten auf der Welt sind verzeihlich. Andere dagegen sind es nicht. Niemals. Wie man keiner Mutter vergeben kann, die ihr Kind umgebracht hat. Keinem Mann, der seinen Bruder gemeuchelt hat. So kann auch kein Verbrechen vergeben werden, das an einem verübt wird, den die Götter auserkoren haben. Wer die Hand gegen einen göttlich Gesalbten erhebt, hat das Recht verwirkt, auf Erden zu wandeln. Und was ist mit der Tat dessen, der die Jungfrau vergiftet hat? Erstens, Saskia lebt. Daher kann man niemanden beschuldigen, sie getötet zu haben. Zweitens, ihr habt keine Beweise dafür, dass ich versucht habe, sie zu ermorden. Und zum Dritten versichere ich allen hier Anwesenden, dass ich mich selbst nicht über das Recht stelle. Doch richten dürfte mich nur sie allein, die Jungfrau von Edirn. Gerissen! Und wenn Saskia nicht wieder gesund wird, wer richtet dich dann? Ich glaube, dass es gelingt, sie zu heilen. Aber wenn es die Götter anders bescheiden, versammeln wir den Rat der Weisen, der ein gerechtes Urteil fällt. Hört, hört! Dies ist eines Herrschers würdig! Ich wurde euch zum Vorbild gegeben. Meine Taten sind die Flammen, die eure Dunkelheit erhellen. Du hast wohl vergessen, dass du mich in deinem Gemach bestechen wolltest. Was sagst du dazu, Schweinerüssel? Beleidigung! Das hat aber niemand gehört, Hexer. Du Verräter! Mit keinem Wort erwähnst du deine Schuld oder Unschuld. Du verlangst Gerechtigkeit, willst den Rat der Weisen einberufen. Und wer gehört dem an? Ein paar Bauern vielleicht? Nein. Auf den Bänken werden Leute sitzen, die du selbst berufen hast. Herren, deren entsprechende Urteile du ihnen mit Gütern danken kannst. Natürlich willst du, dass solche Leute über deine Schuld befinden. Denn schuldig bist du, Fürst. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Das ist ja doch recht schnell sehr negativ ausgegangen. Gut, wir haben jetzt wenigstens Blut bekommen, aber naja, es war jetzt doch etwas rabiat. Das verzeiht der Adel denen nie. Ach, diese Bande von Feiglingen kann doch nur keifen. Und einem ein Messer in den Rücken stecken. So wie Stannis. Ja, sein schmutziges Leben war doch nicht ganz vergebens. Eilhard kriegt ihr Königsblut und Saskia wird wieder gesund. Wir müssen uns beeilen. Wir können die Ordnung in Vergen nicht mit Gewalt aufrechterhalten. Gewalt kann aus allem entstehen. Man muss nur wissen, wie man sie anwendet. Das ist dein Glaubenssatz? Saskia ist die beste Anführerin, die ich kenne. Aber mit diesem wilden Haufen kann auch sie Henselt nicht besiegen. Was willst du tun? Verstärkung holen.
Es gibt mehr Skoyatell, als du denkst. Und es ist Zeit, sie zu rufen. Ich breche bald auf. Du kommst nicht durch den Nebel. Ich habe auch nicht die Absicht. Berge halten Menschen auf, nicht die Skoyatell. Ich gehe nach Süden. Wirst du rechtzeitig zurück sein? Ich muss. Barfail, Gwynblade. Gib die Hoffnung nicht auf. Komm aber bloß wieder zurück, ja? Also alleine wird das ein bisschen eklig für uns. Wir brauchen dich, Jung. Okay, Questphase abgeschlossen. Königliches Blut, das haben wir erhalten. Ja, Stannis. Nehmen wir noch sein Schwert mit. Warum auch nicht? Er kann damit jetzt eh nichts mehr anfangen, ne? Quest abgeschlossen, königliches Blut. Ich hoffe, jetzt kommen hier nicht gleich wieder Quest abgebrochen, weil... Neue Questphase. Sprich mit Philippa Eilhardt. Wo ist Triss? Gleich. Wir machen als nächstes erstmal, erstmal gehe ich nochmal ins Stannis Quartier und guck, was da noch ist. Dann leveln wir kurz und dann machen wir als nächstes erstmal noch, die Aufträge, die wir haben. Einmal den Harpien-Auftrag und dann das mit den Federn. Weil ich Angst habe, dass die Dinger sich auch wieder irgendwie ausschließen und dann geht plötzlich nichts mehr. Das wollen wir ja nicht. Deswegen einmal schon mal kurz Journal und dann haben wir Harpien und offene Rechnung haben wir, aber das passiert von ganz alleine, ne? Dann machen wir erstmal die Harpien. Die Harpienisten auf unzugänglichen Felsversprüngen, es war unmöglich, zu ihnen hinaufzuklettern. Und so verfiel Geralt auf eine Idee, sie mit Hilfe von fachmännischen Hexerfallen loszuwerden. Die Fallen haben wir schon. Es gibt 7 Nester anscheinend. Ich nehme mal gerade die Falle. Tanzender Stern, ist das das? Nee. Harpienfalle hieß das Ding doch da. Harpienfalle, die packe ich mir mal hier in den Schnellzugriff. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Nee, Moment, erstmal nochmal kurz entspannen. Ist der richtige Ort jetzt dafür, ne? Also das mit Stannis tut mir ein bisschen leid, aber er war's, ne? Also ich gehe mal stark davon aus, dass er das tatsächlich wahrt und es ist ja echt so, wenn wir ihn jetzt vor den Rat gestellt hätten, wäre wieder nichts passiert. Also war das schon eine gute Sache, dass das so endete, wie es endete. Jetzt machen wir hier mal Schadensreduktion, würde ich behaupten. Haben wir noch welche? Ne, 0 Talentpunkte. Da geht nichts mehr. Dann war's das auch schon, da ging's schnell. Einmal F5 und dann legen wir los. Jetzt müssen wir wieder zurück da, wo es zum Troll ging. Nur dann wieder runter in diesen, was sind das, Bergbautunnel oder sonst was. Müssen wir mal gucken. So, lass mich mal durch hier, Leute. Ich muss hier entlang. Ist das jetzt gerade morgens oder abends? Weil wenn das abends wird, mache ich lieber wieder morgens. Meditation, Zeit abwarten. Dann machen wir doch mal bis... Ah ja, ist kurz vor Mitternacht, machen wir bis... Mittag. Man darf sich ruhig mal erholen, ne? So. Okay, dann wollen wir mal weitermachen. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen laufen, aber das kriegen wir hin. Und gucken, dass wir die Harpien erstmal beseitigen. Das ist relativ einfach. Also, die sind halt Vogelwesen. Und wie das bei Vögeln immer so ist, stehen die auf glitzerndem Gedöns. Diese Fallen glitzern hübsch. Eine Harpien nimmt die sich mit und will die in ihr Nest bringen, um sie sich schön unter die Fötchen zu greifen. Und dann explodiert das Ding. Und so kommen wir an die unerreichbaren Nester. Weil wir momentan an die Nester nicht rankommen. Die Harpien kommen aus ihren Nestern runtergeflogen und greifen uns an, aber wir kommen nicht hoch, um die Nester zu zerstören. Und so tricksen wir sie dann natürlich dann aus. So. Wer zum Heiraten geht, sind sie furchtbar wählerisch. Dann wollen wir mal hier einmal raus. Makamsches Tor. Ja, sieht schon hübsch aus hier. Schade, dass wir den Quest mit dem Dorf nicht mehr abschließen konnten. Ich glaube, da haben wir uns um was ganz Cooles gebracht, wenn ich mich noch recht entsinne. Sehr schade, hätte ich euch auch gerne gezeigt. Fällt mir nur so gerade wieder ein, wo wir in Richtung dieses Ortes laufen. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, aber vielleicht kommt der Quest noch. Kann auch sein, dass es ein anderer war. Wir hatten ja von irgendeinem Elf die Aufgabe, uns das Verschwinden mehrerer Elfen und Menschen anzusehen. Und das hängt hiermit zusammen. Jetzt noch mal gucken, ob ich nicht irgendwas hier finde. Vielleicht muss man mal nachts hierher kommen. Wir kommen hier mal noch nachts hin. Vielleicht ändert das was. So geht es jetzt leider erstmal nicht weiter. Sehr, sehr schade. Moin, ihr Elfen. Habt ihr es euch immer noch gemütlich gemacht hier unten? Ich muss wieder hier entlang. Bisschen was an Pflanzen mitnehmen. Momentan brauchten wir so eigentlich erstmal keine Tränke mehr. Es geht zur Zeit irgendwie. Macht das aber auch nicht gerade unangenehm, wenn man mal sich nicht so einen abgubbeln muss. Ach du meine Güte, ist es schon wieder soweit. Jo, ich hab's gehört, wir machen einen Break. So, ihr hört den Hahn, somit müssen wir erstmal wieder Pause machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback dürft ihr natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, werden mal gucken, dass wir die Harpien beseitigen und dann schauen wir mal weiter, ne?
Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.